willkommen im heutigen Milka Mittwoch Video. Natürlich auch mit dabei hier vor uns auf dem Boden die kleine Toffi. Ja? Oder kleines Gut, die inzwischen schon sehr groß gewordene Toffi. Ich weiß nicht, ob man es so sieht. Jetzt liegt sie, da kommen die Ausmaße ihrer Größe nicht so zur Geltung. Ne, Milky? Ja, wie auch immer, wir haben heute für euch eine aktuelle Morgenroutine gedreht. Eine aktuelle Morgenroutine, wie sie bei uns so ist, mit Welpe. Mit einem 15 Wochen alten Labrador-Welpen. Oder einer Labrador-Welpin. Oh, Schatz. Einer Labrador-Welpin, sagen wir es mal so, ne? Meine Mädels. Deswegen würde ich sagen, ich rede jetzt auch gar nicht lange. Oh, Bäuchlein kraulen. Bäuchlein kraulen, Schatz. Ich rede jetzt auch gar nicht lange weiter, sondern wir starten mit dem Video. Viel Spaß dabei. Ihr beiden, ne? Es ist unfassbar. Wen soll ich nur streicheln? Ich habe doch nur zwei Hände. Das ist im Auge, Schatz. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Schatz. Ja, guten Morgen. Wo ist denn die Milka? Meine Süße. Ja. Hast du auch gut geschlafen? Hast du vor allem durchgeschlafen? Hast du durchgeschlafen? Nö. Ja, Milx, wir gehen jetzt raus. So, ich gehe natürlich nicht jetzt das erste Mal, wie sie da sitzen und lieb warten. Nicht jetzt das erste Mal. Hey, aus, nicht das Essen, das ist eine Wollmaus, ihr geht. Das erste Mal mit den beiden raus. Sondern war mit Toffi heute Nacht um 12:30 einmal draußen und jetzt heute Morgen um 17:30, glaube ich. Und es hat nicht das Essen, aus. Und da hat es auch schon leicht geschneit, deswegen freue ich mich riesig, jetzt einen Schneespaziergang mit euch zu machen. Mäuschens. Milky. Toffi. Seid ihr bereit? Für den neuen Tag. Toffi, das ist das kleine Halsband, das ist von Toffi, logischerweise. Hat der vom Züchter so ein rotes Halsband gehabt, weil sie die... Ja, die mit dem roten Halsband war. Deswegen habe ich Milky auch ein rotes Halsband gekauft, ne Mäuschen, damit ihr im Partnerlook gehen könnt. Und Toffi ziehe ich jetzt ihrs an. Und das ist auch eigentlich das, was sie wirklich so hauptsächlich anhat. Ja, und dein altes Mäuschen. So, ganz wichtig, bevor ich mit den beiden rausgehe, habe ich hier Toffis Futter. Das lasse ich jetzt einweichen. Ich stelle das immer noch so auf die warme Heizung, dass das besser quellen kann, dass... Seht ihr gleich, wie das dann aussieht. Mein Kaffee steht übrigens hier neben, damit er warm bleibt. So Mädels, jetzt geht's erstmal raus. Es ist 7.30 Uhr, glaube ich, ungefähr. Ja, Toffilein. Und ich bin noch ein bisschen verpennt, aber in Anbetracht dieses Wetters hier, schaut euch das mal an. Es hat einfach so viel geschneit. Das ist fast... muss ich hier drüber steigen. Das ist fast, knietief ist übertrieben. Ja, fein! Fein. Aber zur halben Wade geht, das ist richtig cool. Deswegen, also bei so einem Wetter, dann gehe ich natürlich morgens auch eine Runde länger. Wenn es jetzt in Strömen regnet, ist ja klar, dann nicht unbedingt. Die beiden sind vollkommen am Durchdrehen da im Schnee. Schaut mal. Ja, komm schnell! Super Maus, gut. Komm, wir gehen hier mal runter. Boah, ist das schön. Milka ist da vorne im Gebüsch und macht gerade Kaki. Es ist auch okay, also es ist voll gut, dass sie immer ins Gebüsch geht, finde ich. Weil, ist hier kalt, Schatz? Nee, oder? Schaut mal. Ja, was denn? Nicht zu wild, Schatz. Ist okay, Tops. Milky ist manchmal ein bisschen wild. Dann sucht Toffi Schutz bei mir. Milka, ist das toll? Oh, ja, Madame, und dann wieder frech sein. Ja, kommt. Oh mein Gott, Puffilein. Nein, Milka nicht so doll, die ist doch noch so klein. Schaut mal. Oh ja, aber du bist halt auch so frech, Toffi, das ist die Sache. So, Mix. Boah, Milka ist auf jeden Fall, die sind beide so richtig in ihrem Element. Hey, das ist total schön. Und ich liebe Schnee auch so. Deswegen
Ja, werden wir jetzt hier mal weitergehen. Und das ist so ein bisschen der Struggle. Toffi ist einerseits ultra frech. Andererseits, wenn Milka jetzt zu wild mit dir spielt, hat sie auch wieder ein bisschen Schiss. Oder ist noch ein anderer Hund? Ja, geh mal schauen. Wer ist denn da? Ja, ist okay, ich bin da, Schatz. Oh, Toffi. Und dann direkt wieder sowas. Die ist immer... Einerseits ist sie sehr vorsichtig und andererseits, sobald sie merkt, okay, der ist lieb, ist sie einfach so frech. Dir noch kein ordentliches Fell am Bauch, ne? Nicht, dass du anfängst zu frieren. Aber es ist so wunderschön. Ich habe jetzt hier, Milky steht hier so, ich habe ihr Bällchen nämlich mitgenommen. Wir geben den Ball zum Spielen, so ist brav. Oh, Toff. Das erweckt jetzt hier so den Anschein, als sei jeder Spaziergang morgens bei uns so ein Highlight. Das ist natürlich nicht so. Da hatten wir... Toffi! Milka! Hier! So ist fein. Und weiter geht's. Nicht so weit vorlaufen. Aber die sind im Schnee jetzt gerade auch sowas von motiviert. Das ist natürlich jetzt ein riesengroßer, toller Zufall, dass es über Nacht geschneit hat. Oder was heißt über Nacht? Gestern hat schon angefangen. Und... wir jetzt hier dieses Winter Wonderland haben. Ich bin auch noch so voller Glücksgefühle, dass mir überhaupt nicht kalt ist, obwohl ich nur heute Morgen ganz schnell so eine Leggings angezogen habe. Milka, Toff, hier lang! Mädels, über die Brücke, hopp! So ist fein. Ja, wow. So, die beiden Essen stehen bereit, die Mädels warten. Ich mache immer noch so ein bisschen Cottage Cheese bei Milka auch rein, weil das bei Toffi drin ist. Aber ich lasse sie das jetzt erstmal nehmen. Ist okay. Weil die da schon so vorstehen und es halt einfach nicht mehr erwarten können. Ziemlich brav. Fein. Toffi bekommt auch noch so einen richtigen Napf wie Milka. Ich wollte sagen, dass sie noch ein bisschen größer wird, aber schaut mal von der Höhe. Sollte das eigentlich passen, dass du jetzt auch so eine Futterstation bekommst? War lecker, Mäuse? Jetzt gehen sie eigentlich nochmal zum Napf des jeweils anderen und lecken den aus. Ist gerade keine Lust, Milka. Toffi ist schon gefühlt 10-mal hin und her gegangen und hat geguckt, ob noch was drin ist. Und ich werde die Zeit jetzt nutzen und mich mal im Bad fertig machen. Ja, Mäuse? Ich bin jetzt angezogen und komme gerade aus dem Bad. Fühle mich auch frisch, auch wenn ich irgendwie immer noch so ein bisschen verpennt aussehe. Aber ich glaube, das kriege ich auch nicht weg. Es ist halt einfach, seit Toffi hier ist, habe ich keine Nacht mehr komplett durchgeschlafen. Aber alles gut, so ist es nun mal. Also ich finde es jetzt auch nicht weiter tragisch. Auch wenn ich natürlich mal gerne durchschlafen würde. Es ist nun mal so, wie es ist. Ganz kurz hier zu dem Thema, weil mich immer wieder Leute fragen, ja, wie viel Urlaub muss ich mir denn nehmen, wenn ich mir einen Welpen hole? Und ich finde, wir sind das perfekte Beispiel. Bei Milka, die war nach
nach einer Woche hat die schon durchgeschlafen. Das war so entspannt. Und Toffee haben wir jetzt ja bestimmt 2 Monate. Und es ist wirklich, die schläft nicht durch. Die wacht auf und die hat zwar auch, wie gerade schon gesagt, ein paar Probleme mit ihrer Verdauung, was ihr das Durchschlafen halt auch nicht leichter macht. Aber sie ist halt einfach anders. Also ja, deswegen ist das komplett individuell. Ich meine, man kann ja auch nicht, dass ich wüsste, wie es mit Babys ist, aber man kann ja auch bei Babys nicht im Voraus sagen, wird das Baby durchschlafen oder wird das Baby andauernd aufwachen und schreien. Ja, aus diesem Grund, es ist halt einfach individuell. Ich habe hier schon die Kamera liegen, die werde ich nämlich gleich aufladen, weil wir später noch ein paar Fotos machen werden im Schnee. Aber ich räume jetzt hier nochmal ein bisschen auf. Hier sieht es noch von gestern so ein bisschen verwüstet aus. Die beiden liegen in der Küche übrigens im Körbchen und relaxen da. Und dann setze ich mich an den Schreibtisch. Der Schreibtisch stand ja eigentlich immer hier in der Ecke, wo jetzt der Weihnachtsbaum steht. Der Weihnachtsbaum ist auch noch nicht komplett fertig. Ich habe hier so eine Girlande reingehängt, aber wir sind irgendwie, oder ich bin noch nicht so ganz zufrieden damit. Vielleicht müssen noch ein paar mehr Kugeln dran. Mal schauen, aber darum soll es jetzt in der Morgenroutine ja auch nicht gehen. Ich setze mich jetzt hier wie jeden Morgen erstmal an den Schreibtisch, schaue meine E-Mails an, was da gekommen ist. Ich habe auf dem Handy gesehen, es sind schon wieder einige gekommen, die ich beantworten möchte. Und ja, dann schreibe ich mir hier meistens, ich habe hier so einen Plan with me, Plan. Da schreibe ich mir alles auf, weil ansonsten, es ist weg, es ist innerhalb weniger Sekunden aus meinem Gedächtnis verschwunden. Es ist hier einfach so ein Plan, wo man das aufschreiben kann und auch abhaken, und ich werde auf jeden Fall auch nochmal nach so einem Plan suchen, den man sich so auf den Tisch legt, wo man die Woche planen kann. Sowas brauche ich auch unbedingt, damit ich nichts vergesse. Und ja, so sieht es aus. Ich arbeite ja selbstständig von zu Hause, das wissen die meisten ja auch, die Frage wird jetzt wahrscheinlich auch kommen, und aus diesem Grund werde ich mich jetzt an den Schreibtisch setzen. Da werde ich auch den ganzen Vormittag verbringen. Also rein theoretisch hätte ich mich auch nicht anziehen brauchen, aber das mache ich immer, weil wenn ich hier in meinen Chiller-Sachen weiter sitze, dann komme ich halt zu nichts. Außerdem, wenn es dann mal an der Tür klingelt, ist halt so ein bisschen blöd. Kennt ihr wahrscheinlich. Wir schauen nochmal gerade, was die beiden machen. Toffee liegt gerade hier und schläft. Und Milky hier drüben. Ne, Schatz? Warum bist du so wach? Kannst dich auch in dein Körbchen legen. Ja? Ja, und das ist eigentlich so, viel mehr gibt es jetzt am Morgen auch gar nicht von mir zu berichten, außer dass ich noch einige Male mit meiner Kaffeetasse zur Kaffeemaschine rüber marschieren werde, um mir einen neuen Kaffee zu machen. Und vielleicht auch noch ganz wichtig, Toffee schläft jetzt zwar gerade, aber wenn sie aufwacht und so ein bisschen rumläuft, dann schnappe ich sie mir direkt und gehe mit ihr in den Garten, dass sie da Pipi machen kann. Das ist auch so das A und O. Und viel mehr passiert bei uns am Morgen auch gar nicht. Das sind so die Dinge, die wir jeden Morgen machen und die auch eigentlich fast immer gleich sind. Schreibt mir doch gerne mal, wenn ihr einen Welpen habt, wie es bei euch ist, ob ihr ein bestimmtes Morgenritual habt oder ob der Morgen ähnlich ist bei euch. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat unsere Morgenroutine gefallen und wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Milka-Mittwoch. Bis dann, ihr Lieben.